Große Städte haben große Probleme. Sie verschlingen Rohstoffe und Energie und erzeugen Müll und Abgase. Sina startet zu ihrem Geschäftstermin. Ihre Gedanken sind bei Tom und den Kindern. Hoffentlich schaffen sie es heute Morgen. 7:30 Uhr. Das wird knapp. Benny war gestern auch schon zu spät. Schon wieder Stau. Lass mich rein, du Idiot. Das schaffen wir nie. Jeden Morgen der gleiche Stress. Heute leben mehr Menschen in den Städten als auf dem Land. Auch wenn Städte nur 0,4% der Erdoberfläche bedecken, verursachen sie immerhin 80% der weltweiten Emissionen. Schon Mitte dieses Jahrhunderts werden 3/4 der Weltbevölkerung in Städten wohnen. Gemessen an der Fläche, die wir für unseren Lebensstandard brauchen, stehen wir uns schon längst auf den Füßen. Was können wir tun? Unser Fußabdruck muss wieder kleiner werden und Raum lassen für andere. Wir brauchen ein besseres Gleichgewicht zwischen dem, was wir verbrauchen, und dem, was die Natur produziert. Unsere Metropole der Zukunft heißt Ecopolis. Die regenerative Stadt ist Teil natürlicher Kreisläufe und zerstört sie nicht. Ein Sprung ins Jahr 2050. Sina wird gleich mit ihrer Familie televisionieren. Werden sie es heute schaffen? Das Wetter sieht gut aus. Tom bringt Paulina und Benny mit dem Fahrrad zur Schule. Das geht sowieso am schnellsten. Als es zu regnen beginnt, setzt er sie kurz entschlossen in die Schwebebahn. Er selbst steigt auf das Carsharing-Elektroauto um. Ein eigenes Auto hat heute kaum einer mehr. Paulina und Benny genießen den Ausblick. Die Ecopolis schafft Raum für die Bedürfnisse ihrer Bewohner. Erneuerbare Quellen versorgen die Stadt mit Energie, wie Sonne, Wind und Biomasse. Der CO2-Ausstoß ist auf ein Minimum reduziert. Neu angepflanzte Wälder verbessern das Klima. Teile unserer Lebensmittel bauen wir in der Stadtregion an. Wasser wird recycelt und selbst der Abfall wird zum Rohstoff für neue Produkte. Puh, pünktlich geschafft. Ecopolis ist auch gut für die Nerven.